Thorsten Kleditsch, heute müssen wir über ein Bild reden, das gestern am späten Abend bei Instagram aufgetaucht ist. Ein Selfie von der grünen Spitze und den FDP-Chefs. Ziemlich lässig und einträchtig zu viert. Also wenn ich Olaf Scholz wäre, mir hätte das keine gute Laune gemacht. Wie siehst du das? Es ist zumindest ein Anspruch, zu verdeutlichen, wer hier auf welcher Augenhöhe miteinander diskutieren soll und dass da nicht der Große künftig mit zwei Kleinen spricht, sondern dass die zwei Kleinen das Selbstbewusstsein haben, wenn sie sich einigen, dann auch auf Augenhöhe mit den Partnern, sowohl mit SPD als auch mit CDU, zu diskutieren. Und das drückt das Foto aus in einer sympathischen Art und Weise. Ist das vielleicht sogar mehr als Augenhöhe? Ist das sowas wie eine Machtverschiebung zwischen den vermeintlich Kleinen und dem großen Partner? Früher war das ja so, die große, vermeintlich große Partei hat sich ihre Rennen oder ihre Partner gesucht und die hatten dann wenig zu sagen. Jetzt scheint das sich ja anders abzuzeichnen. Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, weil erstens ist es noch nicht ausgemacht, mit welcher Einigkeit die beiden Kleinen aus den Gesprächen wieder herauskommen. Zweitens hängt das auch noch davon ab, mit wem sie letzten Endes dann wirklich die Koalition schließen. Also ob sie dann wirklich diejenigen sind, die den Takt vorgeben, so weit würde ich nicht gehen. Aber, das haben wir ja auch in den letzten Tagen schon gesagt, wir beobachten natürlich seit dem Sonntag eine Emanzipation der Kleinen. Sie treten in einer ganz anderen Art und Weise auf und sie werden in welcher Konstellation auch immer eine deutlich selbstbewusstere Rolle spielen. Das, was auch völlig korrekt ist, weil sie kommen ja auch aus der Opposition. Sie sind diejenigen, die für die Veränderungen stehen. Im Ziel der Veränderung gibt es auch gar keine großen Unterschiede zwischen FDP und Grünen. Nur auf dem Weg dahin, da liegen sie doch ziemlich auseinander. Und da werden sie auch einige schwierige Brocken aus dem Weg räumen müssen, um sich am Ende zu einigen. Zu diesem neuen Selbstbewusstsein, das du gerade so skizziert hast, gehört auch, dass die FDP jetzt angekündigt hat, erstmal mit der CDU zu reden. Also ist das ein Signal oder würdest du das auch jetzt nicht überbewerten? Also ich glaube, in der Tat passiert nichts zufällig im Moment. Trotzdem sollte man in diese Symbolik dann auch nicht zu viel Bedeutung reinlegen. Es wäre aus meiner Sicht ein stärkeres Statement gewesen, wenn die FDP zuerst mit der SPD gesprochen hätte. Dass sie zuerst mit der CDU spricht, ist eigentlich eine logische Folge aus der Nähe, die zwischen Liberalen und Union seit eh und je besteht. Lass uns auch noch mal ein Wort über Marco Wanderwitz heute verlieren. Wenn man Teilen der sächsischen CDU zuhört, dann bekommt man den Eindruck, der Mann sei nahezu allein verantwortlich für das Wahldebakel hier in Sachsen. Siehst du das auch so? Naja, die Sachsen haben ja momentan zwei alleinige Verantwortliche. Das eine ist Herr Laschet, das andere Herr Wanderwitz. Das ist natürlich günstig, da muss man sich nicht um die eigenen Sachen kümmern. Also Marco Wanderwitz ist sicherlich für die CDU kein Faktor gewesen, der es leichter gemacht hat, obwohl ich sagen glaube, dass er in vielen Punkten das richtig angesprochen hat und dass seine Thesen nicht so abwegig sind, wie die sächsische CDU jetzt tut. Da kann man sicherlich über die Wortwahl hier und da streiten, aber er ist einer der wenigen in der sächsischen CDU, die halt die Konflikte hier im Land nicht mit Zuckerguss übergießen wollen und dann vergessen, sondern er hat sie auch angesprochen. Das mag insbesondere für sein Wahlergebnis eine Rolle gespielt haben in seinem Wahlkreis. Dass es auf ganz Sachsen ausgestrahlt hätte, glaube ich eher nicht. Ich denke, die Debatte jetzt ist auch eine gute Gelegenheit für all jene, die mit seinem Kurs ohnehin nichts am Hut hatten innerhalb der CDU, einen Anlass zu finden, um ihn erstmal beiseite zu schieben. Ich denke, wir werden aber weiter von ihm hören. Für heute erstmal vielen Dank für die Einschätzung, Thorsten Kleditsch. Vielen Dank.